Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, in der heutigen Folge oder auch in den nächsten zwei Folgen, wir müssen mal schauen, wie lange wir brauchen. Wir haben hier noch ein bisschen Fragezeichen in Athen abklappern. Und dann schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Ich denke mal, so kleine Missionen, wie halt auch die letzten waren, werden es sein. Aber da wir dieses Gebiet hier mal ein bisschen abschließen können. Und ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet, wie gesagt. So, ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. Servus. So, und da oben ist auch schon eins der nächsten Fragezeichen. Ich habe es schon markiert gehabt. Und wir werden heute auch bestimmt in ein Gebiet vordringen, was wir noch nicht gesehen haben. Weil dieses Gebiet noch nicht ganz aufgedeckt ist. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Okay, Befehlshaber töten. Dann schauen wir doch mal. Okay. Wir haben bloß ein Adrenalinbalken. Okay, da ist auch schon der Schatz und da denke ich mal, wird auch der Befehlshaber sein. Okay. Ja, gut. Okay, dann haben wir den schon. Einen Schatz habe ich gesehen, der ist im Haus. Schatz hatte ich hier irgendwo gesehen. Vorne. Okay. Jetzt renne ich auch noch, was ist denn los? Oh, wir haben einen schönen Dreizack bekommen. Okay, das soll uns aber nicht interessieren. Wir schauen auf jeden Fall mal, wo es weitergeht. Das war hier oben. Ich wollte jetzt halt einfach mal hier hoch. Hier so mal ein bisschen alles machen und dann natürlich den Aussichtspunkt gleich mitnehmen. Genau, schauen wir doch mal. So, 113 Meter. Durchbruch in der Nordmauer. Was müssen wir hier machen? Ja.
Leute, es den Göttern nicht! Okay. Jetzt ist hier oben noch schnell. Schatz habe ich schon gesehen. Aber wir könnten mal schnell das Kopfgeld bezahlen. Bevor das hier zu viel wird. Okay, Schatz ist hier drüben. Okay. Ah, ich komme wieder nicht rüber, oder? Hier kommen wir rüber. Sehr schön. Gut. Snacken wir das hier gleich. Oh, das sieht wieder aus wie eine Festung, oder? Ich brauche keine Festung machen. Aber auch schon gefangen befreien, statt zu plündern. Okay, dann. Hier habe ich schon einen Schatz gesehen. Da ist ein Schatz. Wo sind die Gefangenen?
kennt. Der andere musste da vorne sein. Ja, da war ich schon daneben gestanden. Okay. Sehr schön. Nichts mehr. Jetzt decken wir schnell den Schatz. Ist dann hier. Ich wollte eigentlich so 4:35 werden, bis wir dann mit der Hauptstory weitermachen. Ich glaube, Hauptstory meine ich 35. Also ein bisschen müssen wir noch, Leute. Schatz plündern. Wurde jetzt nicht hier, wenn sie los. Sind wir schon 34, sehr gut. Abgebrannter Hoch, Befehlshaber, Schatz und Silo. Okay, das Silo können wir gleich machen. Ah!
Sehr schön. Okay, Schatzblumen. Waren wir nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Fragezeichen, den Aussichtspunkt, und dann gehen wir hier oben eine Runde entlang und dann haben wir das eh schon alles aufgedeckt. Schauen wir noch hier rein, ob es hier noch was gibt. Okay, ah, hier ist noch was. Sehr schön. So, und dann ab zum Aussichtspunkt. Hier oben haben wir sogar noch eine Quest. Hector, ein Freund in der Not. Riesengebiet ist Athen, Wahnsinn. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich hier oben weiter, oder? Gehen wir gleich zu der Quest am besten. Ha!
Los. Schau, was er mir zu sagen hat. Cassandra, weit! Bei den Göttern, Chito, bist du das? Du siehst alt aus, mein Freund. Wann habe ich dich zuletzt gesehen? Kefalenia, der Auftrag von Markus, weißt du noch? Wir standen Rücken an Rücken, umzingelt von wütenden Piraten. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich dir den Arsch gerettet. Polier deine Erinnerungen wie deine Rüstung. Und schon stehst du glänzend da. Ich hörte, du hättest dich in Attika niedergelassen. Ich dachte immer, du stirbst mit dem Schwert in der Hand und nicht, dass du ein Geschäft eröffnest. Das Schwert, von dem ich immer dachte, dass ich es mitnehme, ist fort. Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du einem alten Freund beistehen würdest. Meinst du Arpi? Du hast das Ding geliebt. So ein Befehlshaber kam her und verlangte, dass ich sein verfluchtes Schwert repariere. Und als ich das nicht konnte, sagte er, ich sei verpflichtet, ihm einen Ersatz zu geben. Und er wollte das Schwert, das an meiner Wand hing. Ich hole dir dein Schwert. Ich bringe dir Arpi zurück. Mach bloß keine Dummheiten. Ich vermisse sie so sehr. Hey, du kennst mich. Deshalb mache ich mir ja Sorgen. Ich sollte gehen. Denk daran, wir wollen keinen Ärger. Schleich dich rein und befreie sie. Das kannst du doch noch, oder? Diese Frage ist keiner Antwort würdig. Oh, 580 Meter? Alter Schwede. Wo ist denn das genau? Da oben, okay. Da waren wir eh noch nicht. Okay, dann schauen wir mal, ob wir ihm sein Schwert, sein Geliebtes zurückbringen können. Wahrscheinlich wird es wieder eine Festung sein, oder? Festung, es war mir komplett klar, dass es eine Festung ist. Okay, wir schauen mal, ob wir das so snacken können, ohne dass wir hier die Typen erledigen. Die Festung Fili sein. Wenn Chito recht hat, werde ich Arpi hier finden. Ich habe noch nie ein besseres gesehen. Er hat es von neuen Schmieden. Ja, aber der hat's nicht selbst geschmiedet. Der kann vielleicht den Helm ausbeulen, aber dieses Schwert, das ist echte Handwerkskunst. Ah!
Okay. Sehr schön, ging doch. Kommt aber ganz spät. So. Hier ist ein Schwert. Schön, dass du heil zurück bist. Hast du meine Arpi? Ja, ich habe sie gefunden. Gut, gut. Und was ist mit dem verfluchten Befehlshaber? Er hat unser Treffen nicht überlebt. Das ist wahre Freundschaft. Er hat dir das Schwert nicht gestohlen, oder? Du hast mich benutzt? Nun ja, ich habe nie gesagt, dass er es gestohlen hat. Du. Eine Unterlassungssünde, meine Freundin. Du weißt, wie wichtig mir Arpi ist. Ich hatte kein Geld, konnte nicht mehr kämpfen. Ohne Drachmen wäre ich am Straßenrand verhungert. Durch den Verkauf von Arpi konnte ich mein Geschäft eröffnen. Du missgönnst einem Mann doch nicht seine zweite Chance, oder? Nein, ich mag es aber nicht, belogen zu werden. Es tut mir leid, ja? Es tut mir leid. Es war nicht leicht, Arpi zurückzuholen. Es gab jede Menge Probleme. Ein paar Drachmen wären angemessen. Ha, du bist wirklich eine Söldnerin. Durch und durch. Ich habe beim Besten gelernt. Vergessen? Natürlich. Natürlich. Ich bezahle dich gerne. Du hast mir gute Dienste geleistet. Und gute Arbeit soll gut bezahlt werden. Hier, bitte. Selbst wenn ich nicht mehr mit dir kämpfe, bin ich froh, Arpi zurückzuhaben. Pass gut auf dich auf, Hitor. Und lass dir nicht noch was abnehmen. Hitors Brustplatte? Der hat nochmal eine Quest, habe ich gerade gesehen. Was haben wir denn da? 32. Wir wechseln mal, glaube ich. So, okay. So, da oben. What the crap. Episch. Nehmen wir das mal. Okay. Schauen wir uns den nochmal an. Hitor. Ah, meine Freundin, schön, dass du hier bist. Den Blick kenne ich. Wenn du einen Gefallen brauchst, sag's einfach. Nun ja, einen kleinen. Ein Söldner und alter Freund von mir hat sich einfangen lassen. Was liegt dir wirklich an dem Mann? Wie kannst du das fragen?
Es wäre nicht das erste Mal, dass du mich in die Irre führst. Bei den Göttern. Er ist einer von uns, Cassandra. Ein Söldner. Ein alter Kamerad. Wir müssen unserem Bruder helfen. Bitte. Wirst du ihn für mich retten? Na gut, ich mach es. Danke, meine Freundin. Wenn du ihn befreit hast, bring ihn zum Strand. Dort liegt ein Boot, mit dem er entkommen kann. Dann hole ich jetzt deinen Freund. Wahrscheinlich wird es wieder in der Festung sein. Er wurde in Attika eingesperrt. Er muss im Nordosten in das verlassene Ackerland gebracht worden sein. Gehen wir mal schauen. Also hier irgendwo. Nordosten. Ramos Militärlager. Die Keilerlager. Ich denke mal, das wird hier irgendwo sein, Leute. Nordosten. Das scheint irgendwo hier zu sein. Ich werde mal hier das Fragezeichen machen, dann schauen wir mal, ob wir den dort finden. Bewegung! Ich denke mal schon, weil da unten ist auch gleich dann ein Boot oder so. Dann kann der auch bestimmt gleich flüchten. Na los. Das scheint ein Lager zu sein. Oder ein Camp. Da ist er. Komm schon. Zwei Befehlshaber. Hier werden sie.
Sollen wir jetzt noch Kriegsvorräte verbrennen? Wenn wir schon gescheit Level. So, sind noch irgendwo Kriegsvorräte? Schauen wir mal hier oben. Na, da unten. Söldner zum Boot. Wie kriegen wir den jetzt hier raus? Hier oben lang. Na komm. Dann gehen wir einmal um die Festung rum, bitte. Der wird wieder nirgendwo hinspringen können. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr zurück. Hallo, Himeko. Lange her. Hito? Was geht hier vor? Warum bist du hier? Na klar, er hat es dir nicht gesagt, oder? Er hat dich nur benutzt. Halt's Maul. Ich will dich nicht reden hören, ich will dich sterben sehen. Du hast mich wieder belogen. So funktioniert Freundschaft nicht, Hito. Hör zu, bitte. Es tut mir leid. Doch du weißt nicht, was der Mann mir angetan hat. Das ist erbärmlich, Hitor. Warum sagst du nicht die Wahrheit? Halt dein Maul, du Mörder. Was geht hier vor? Glaub mir, dieser Mann muss sterben. Du hattest den Auftrag, ihn zu mir zu bringen. Misch dich nicht ein. Dann belohne ich dich gut. Ich muss die Gründe nicht hören oder deine Ausflüchte. Der Mann hat mir übel mitgespielt, Cassandra. Du musst es mir glauben. Oh, bring es einfach zu Ende. Ehrlich gesagt, wäre es eine Erlösung. Wir sind beide schuld. Wenigstens kann ich das zugeben. Bezahl. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Hier, das ist sicher mehr als genug. Ich habe etwas draufgelegt, der alten Zeiten wegen. Du meinst fürs Lügen? Scheiß auf die alten Zeiten. Deshalb verließ ich Kefalenia. Ja, jetzt bringt er den jetzt um, oder nicht? Ne, lass ihn stehen. Okay. Wie soll's recht sein? So, okay. Gut, dann hätten wir hier noch ein Fragezeichen. Und dann dort unten noch ein paar. Ich würde sagen, wir machen erst das hier oben. Oder die Gabels Lager doch schon geleert, Mage. Wieder so eine Raubtätigen.
Anführer der Sippe töten, Gefangene befreien, Schatz plündern, 3 Stück. Oh. Scheint ein bisschen größer zu sein. Bin ich gekommen. Zeug rumliegt. Gefangene. Ich kann hoffen, vielleicht ein bisschen Unruhe stiften hier. Da stimmt doch was nicht. Riesending hier wieder.
Okay. So, drei Schätze noch. Okay, hier ist in dem Raum nichts mehr, glaube ich. Also kein weiterer Weg. Okay, nein, da muss ich echt aufpassen, dass du nicht verläufst hier. Hier sind wir nicht gekommen. Ah, da ist die Kiste. So. Okay, noch ein Schatz. Ja, hier waren unsere Gefangenen. Hier war ja kein Weg mehr, glaube ich. Ah, da. Haben wir vorher übersehen. Sehr schön. Ach du Scheiße, um zu laufen. Haben wir uns verlaufen? Ich kenne mich nicht mehr aus. Scheiße. Wie komme ich nicht mehr raus, Leute? Kommen wir hier hoch? Ich glaube, wir müssen da hinten hoch. Hier müssen wir hoch. Ja, schaut's gut aus. Hier liegen Leichen, hier sieht's gut aus. Ja. What the fuck? So, sehr schön. Gut, dann haben wir ja alles. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter, Leute. Und dann machen wir den Rest hier unten noch, die drei Dinger, und dann hier unten noch weiter. Dafür können wir dann aber hierher reisen. Und was ist denn das hier? Hier war noch eine Quest.
Und somit haben wir das dann auch erledigt. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.